Ja, grüßt euch meine Allerbesten und willkommen zurück hier im Stress beim Brie-Poop Simulator. Wir haben ja schon mal was vorbereitet und zwar heute werden wir das erste Mal unser zweites Bier, unser Zitronenbier verkaufen. Gucken wir mal, wie gut das ankommt. Blums. This is how we do it. Oh nein. Es kommen jetzt Pferdeköpfe an. Das war ja bei Gas Station Simulator. Ich trinke alles. Nummer 2 bitte. Ja, kriegst du. Hier, Nummer 2. Zack. Und kriegst du. Das waren ja bei dem anderen, die Außerirdischen. Wenn sie dann im Bus angerannt gekommen sind. Zack. Und das war's. Hier, bitteschön. So, geh weg. Ein Upper bitte. Die wollen alle nur dieses Upper-Zeug da haben. So, kriegst du. Tschüss. Der will bestimmt auch ein Upper. Nummer 2 bitte, natürlich. Ist ja auch billig. Zack. Geben Sie mir irgendein Bier, da kriegst du mal das teurere. So. Da, tschüss. Ich würde gern ein gutes Bier, natürlich. Hier, unser bestes. Mit Zitrone. Ein bisschen was von Radler, ne? Igidigidigid. So, was möchtest du? Ich will ein gutes Bier. So, kriegst du auch das da. Flop, flop, flop. Flop. So, bitteschön. Der will jetzt ein zweites Bier haben. Die Nummer 2 bitte, kriegst du. Jupp. So, da hast du es auf Kopf. So, ein Upper Zitrone, natürlich, kriegst du. Jupp. Zack. Flump. So, jetzt muss ich aber wirklich, glaube ich, mal so langsam aber sicher meine Gläser zusammensuchen gehen. Was tun die denn da? Stehen da rum? Und abwaschen. So, okay, kommt gerade im Moment keiner. Ein bisschen sauber machen. So, wischi, 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 wischi. Was hat er dann für Problem? Was hättest du denn dann gerne? Nummer 2 bitte, kriegst du. So. Diding. Irgendein Bier, kriegst du das. Muss ja auch weg, das Zeug. Außerdem ist es teurer. Ich will ja mehr verdienen. So, das schnell putzi-putzi machen. Bevor der nächste kommt und sich beschwert. So. Reden. Ja, hab ich. So. Jetzt stehen die da rum. Haben die sich jetzt da aneinander verbackt? Muss ich die Tische mal auch ein bisschen weiter auseinanderziehen? Ich zieh die mal ein bisschen weiter auseinander, glaube ich. Weil das ist nicht gut so. So. So, stellen wir da hin. Das lassen wir mal dahingestellt. So. Das stelle ich einfach hier wieder rein. So. Ich glaube, die 3 da 4 verbacken gerade ineinander, weil die einfach zu nah beieinander stehen. So, weg damit. Du, hau ab. Kann er nicht, wegen der Frau da. Hau ab. Da hinstellen.
Ja, komm, hau ab. So, Tablett nehmen. Tablett nehmen. Tablett nehmen. Jip. Flump. Wupp. Da kommt ja zum Glück irgendwann noch eine Spülmaschine. Dann hätte ich das da weniger zu tun. Zack. Du darfst auch gehen. Kannst du nicht, oder was? Oh, da sind Kunden. Was möchtest du denn? Appa Zitrone kriegst du. Hier, bumm. So, bitteschön, mein Allerbester. Lass es dir schmecken. Irgendein Bier gibt natürlich auch Appa Zitrone. So, weg mit dir. Geben Sie mir irgendein Bier. Kriegst du Appa Zitrone. So, zack, bumm, da hast du. Hab dich wohl. Die Nummer 2 bitte, kriegst du auch. Jupp, 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 jupp. Da, bitteschön. Ein Upper bitte. Okay. Das ist ja ein Upper. So, tschüss. Der steht hier immer noch. Hopp, hopp. Es scheint irgendwas da an dem Stuhl doch falsch zu sein. Wieso steht da eigentlich ein Bierkrug auf dem Boden? So, was hättest du dann gern? Ein Appa Zitrone, ja, bist auf den Geschmack gekommen. So, da, bitteschön. Einmal nur die Nummer 2. Zack. Einmal die Nummer 2. Bitteschön, Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich will ein gutes Bier. Ja, kriegst du hier, ne? Brauchst mal das Beste. Da. Hau ab. Kann nicht abhauen. Das und das. Und dann machen wir hier noch ein bisschen sauber. Ah, ihm hat die Appa-Zitrone nicht geschmeckt. So, Dalia Höh. Na, lass mich doch mal hier hinten dran. So. So. Und sauber gemacht. Sauber die Haare geschnitten. So, der kommt hier aus irgendwelchen subversiven Gründen nicht mehr raus. Machen wir hier mal sauber. Zwei Gäste in der Kneipe? Ich sehe hier irgendwie nur einen. Ich sehe im Moment noch einen nur. So, und sauber. Und Glitzer, Glitzer. Sauber, sauber. Hopp. Sauber genug. So. Ich glaube, dadurch, dass es sich verbuggt hat, kommt da auch keiner mehr. Da ist einer irgendwie... Ja, du willst aufs Klo. Ist schön für dich. Hier, zu. Bewertung 3,6. Alter Schwede. Dafür kann ich aber nichts. Continue. Weil der eine Typ sich da verbuggt hat, habe ich jetzt eine schlechte Bewertung bekommen. So, was haben wir dann hier zusammen gemixt? Ja. Bestätigen. Was habe ich denn hier bitte schon zusammengemixt? Ach, das war der Auftrag. So. Schlauch und Schlauch. Schläuche trennen.
So, das waren die mindestens 9 Liter, die ich da irgendwo abgeben möchte, soll, tun. Ne? Schrank senden öffnen. Hier hinstellen. Schrank senden, schließen. So, jetzt müssen wir hier etwas tun. So, den machen wir mal dahin und den machen wir dahin. Und den Tisch machen wir dahin und den Stuhl machen wir dahin und den Stuhl machen wir auch dahin. So, machen wir mal so. Müll einsammeln, noch ein Bierkrug gefunden, das ist gut. Fehlt aber irgendwie noch ein Bierkrug. Irgendwo muss noch ein Bierkrug liegen. So, Holztisch stellen wir dann dahin und die Stühle stellen wir dann ein bisschen näher. Es ist eigentlich hier nur 97% sauber. Entschuldige mal bitte. Also irgendwas nebendran liegt? Huh. Ich weiß nicht. Also jetzt bin ich eben schon ein bisschen verwirrt. So, Gärbehälter ist irgendwie leer noch. Den stelle ich mal da erstmal rein. Wir benutzen ja den großen. So, wie viel Bier haben wir denn noch? Aber Zitrone. Haben wir noch 3 Stück und dann haben wir noch ein bisschen normales. Bumm. Na dann, Tablet. Gucken wir mal. Das Bier war nicht gut. Ich war durstig und kriegte ein Bier. Was will man mehr? Das alte Bier entspricht nicht meiner Bestellung. Ich wollte ein anständiges Bier trinken, aber da war nichts. Da war nichts. Da war nichts. Ich wollte ein Bier. Ich bekam ein Bier. Das alte nicht meiner Bestellung. Hab Bier bekommen. Bier war nicht gut. Okay, wenn die einfach nur irgendein Bier wollen, dann wollen die irgendein Bier und ansonsten gibt es nur. Okay. Da weiß ich Bescheid. Wenn sie jetzt nicht explizit nach Zitrone bestellen, kriegen sie auch keine Zitrone. So. Ne, Tablet. Einmal das Rezept auswählen. Für 10 bis 20. Ja, 10 bis 20 Liter. Rezept anpinnen. So, amerikanisches Pale Ale. Machen wir erstmal Standard amerikanisches Pale Ale. Deckel auf. So. Erstmal 11 Liter Wasser darin. Nach deutschem Reinheitsgebot natürlich. Aus dem Wasserhahn. So, dann stellen wir das mal hier hin. Bumm. So, dann brauche ich da mal leichten Malzextrakt. Zack, zack. Und dann ist das Ding dann auch schon wieder leer. Hui. So, hier haben wir 0,3. Okay, ich brauche leichten Malzextrakt. Was brauchen wir denn noch? Davon haben wir noch genug, davon haben wir noch genug, davon haben wir noch genug. Dann bestellen wir mal Vorräte, leichten Malzextrakt. 4 Stück. Bestellen wir den Kokolores. So, Paket wartet im Schrank auf dich. So, Schrank erhalten nutzen. So. Das mal wenigstens irgendwie wieder auf die Reihe kriegen. Inventory. Zack, Inventar. Oh, da haben wir noch Kaskadenhopfen drin. Kommt da hinten hin. Jop. So, ich hatte sogar noch welche in meinem Inventar drin. Ey, machen wir jetzt hier keinen Quatsch. Ding, dong, dong. So, und leichter Malzextrakt. Stellen wir mal da oben hin. So, ich brauche noch 1,5 Liter von dem Zeug.
Zack, zack und zack. Dann ist das ja hier, genau, leer. Wie, plumps. So, dann brauchen wir Kaskadehopfen. Schütten. Und zwar brauchen wir davon 20. So, dann haben wir alles drin. Einmal kochen. Eine Stunde darf das jetzt kochen. So, Zeitsprung. Und eine Stunde hat das jetzt gekocht. So, dann holen wir mal die Hefe. Warten noch, bis es ein bisschen abgekühlt ist, ne? Sonst schlecht. Geht die Hefe kaputt. 21 Grad. So, und da kommen rein 10 Milligramm Hefe. Dankeschön. So. Deckel zu. Stellen wir mal dahin. Dann darf es mal gären. Das kommt dann da rein. So. Ja, ne? Hier sind wir soweit fertig. Ein Glas ist verschollen. Tja, das hat einer mit heimgeholt. Okay. Sorry, wir are open. Let's get this party started. Let's do this party. So, dann kommt rein. Du hättest gern irgendein Bier. Dann kriegst du hier natürlich die Nummer 2. Zack. Irgendein Bier kriegen sie alle dasselbe. Wenn nicht sogar das gleiche. Die Nummer 1 bitte. Ja, dann kriegst du die Nummer 1. Na. Zack. Bitteschön. Irgendein Bier. Dann kriegst du die 2. So, bitteschön, dankeschön, auf Wiedersehen. Irgendein Bier. Plumps. So. Da kommen schon die nächsten. Ein amerikanisches Pale Ale. Plumps, plumps. Bitteschön. Du, ein amerikanisches Pale Ale. Bitteschön. So, da ist gerade keiner da. Dann hole ich mal schon mal die 2 Gläser hier retour. Und spüle die schon mal. So. So, junge Frau. Geben Sie mir irgendein Bier. Einmal Pale Ale. Bitteschön. Guten. So, so, und so. Machen wir hier ein bisschen noch schnell sauber. So, sauber machen. So, was hättest du dann gern? Irgendein Bier. Bitteschön, junge Frau. Gehabt euch wohl. So, du möchtest irgendein Bier. Bitteschön. Du möchtest? Pale Ale. Kriegst du. So. Ja, dann nimm doch auch. Und geh weg. Der nächste schon. Ist doch schon am Beschweren wahrscheinlich. Das dauert zu lang. Da, bitte. Mach. Geh weg. Einmal irgendein. Ein Bier für den Zottligen. Da, bitteschön. So, ich versuche mal meine Gläser hier wieder zu retten. 1, 2, 3. Da steht schon der nächste bereit. So, was hättest du dann gern? Irgendein Bier. Da. Sauf. Und schon die nächste. Irgendein Bier.
Er hat schon eins getrunken, geht dann auch schnell aufs Klo und dann bestellt sie direkt das nächste. Gefällt mir. So muss das sein. Warum gefällt's der nicht? Hat's denn nicht geschmeckt oder was? Ja, dann kann's auch gehen. So, hier machen wir noch schnell sauber. Der geht noch schnell auf die Toilette. So, jetzt habe ich hier das Problem. Nämlich, dass sie hier plötzlich sich verhaken. So. Hier, ich hol es mit. Komm, stell ab. Hör auf zu reden. Hab doch gewusst, dass du wieder kommst. Irgendein Bier. Ah, siehst du mal. Da, bitteschön. Was möchten Sie, junge Dame? Ein Upper bitte. Kriegst du. So, bitteschön. Da hinten hat sich schon wieder einer beschwert über irgendwas. Irgendein Bier. Kriegst du hier, Upper. Da, bitteschön. Ja, ich habe gerade ein Glas, nur für dich dabei. Irgendein Bier. Da, bitteschön, dankeschön, Wiedersehen. Oh, da kommt schon wieder einer. Zitrone und saure Note. Haben wir. Nur für dich gebraut. Da. Was möchte er? Ein amerikanisches Pale Ale. Tja, wie soll ich sagen? Hier, kriegst ein Mischbier. Okay, das scheint nämlich zu schmecken. Ich habe kein Bier mehr. Nope, ich habe kein Bier mehr. Du darfst gehen. So, egal wer hier was bestellen will, lasst gehen. So, der Laden hat geschlossen, ich habe kein Bier mehr. Machen wir zu. Ein Schrank und 11 weitere Artikel. Wuhu! Ah, wir sind wieder auf 4-0 raus. Haben 20 Bestellungen abgeschlossen. Continente. Ich habe einfach kein Bier mehr gehabt. Ups, wie peinlich. Dein Bier hat dem Bautrupp leider nicht geschmeckt. Sie warten weiter auf etwas, das sie auf Trab bringt. Versuch es noch einmal. Okay, weiterspielen. Bier bearbeiten. Das Pale Ale. Ja, lassen wir einfach. Wir lassen jetzt einfach mal. Das ist natürlich jetzt doof, ne? So, ich muss jetzt erstmal Krüge waschen. Jupp. Jupp. Zut. Lass mal hier den Puff sauber machen. Zup. Und das letzte Glas. Der letzte Krug ist sauber. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen Wischi-Wischi machen. Wischi-Wischi-Wischi. Wischi-Wischi-Wischi-Wischi-Wischi. Hier ist alles sauber. So. Na gut. Das dürfte jetzt fertig sein. Genau, amerikanisches Pale Ale. So, ach so, Die Zitrone ist ja all hier, ne? Ladies and gentlemen, we have a beer. Warte mal, ein paar Zitrone schließen. Haben wir gerade ein Glas. So. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst das Bier da aus den Fässern rauskriegen soll. So, das kann ab, das kann ab. So, dann einmal Lotran.
Dann kommt das hier oben hin. Ich hab echt. Ich muss viel mehr Bier zapfen. Also braun. Done and done. So, Moment. Also, ich brauche jetzt erstmal für 25 Kilo den blöden Topf da, ne? Weg. So, Tablet. Werkzeuge. Ich hätte gerne nochmal so Bierfass und nochmal so ein Gerät hier. Ordern. So, dann habe ich nämlich ein großes Bierfass und ein großes Dingsbums. Jawohl. Ist angekommen. 8 plus 2. Ich verstehe das irgendwie noch nicht richtig. So, machen wir zu hier. Inventar. Oh, ich hätte noch so einen Schlauch mitbringen müssen, ne? So, dann machen wir den Deckel auf und den Deckel auf. So, Inventar, großes Bierfass. Bumm. So, wir haben jetzt 13 Liter Bier. Das ist echt bei unserem Vorkommen schon viel zu wenig. So, 11 Liter. Ne, warte mal. Rezept. Da. 30 bis 50 Liter. Das sind 39. Da haben wir knapp 40 Liter da drin, ne? Und wir haben da hinten ein 40 Liter Fass. Also. Machen wir jetzt erstmal 32 Liter Bier. Also Wasser. Dann brauchen wir mal einen Haufen von diesem leichten Malzextrakt. Und dann haben wir endlich mal viel Bier. Obwohl das, glaube ich, auch nur noch 2 Tage konkurrenzfähig ist. Aber wenn es halt nicht mehr gewünscht ist, dann lassen wir es halt stehen. Bis es dann halt wieder gewollt wird. So, 7,5 Liter von dem Malzextrakt. 1, 2. Flo! 1, 2, 3. Hui. 1, 2, 3. Hui. Und 1, 2, 3. Flump. Und noch so ein Päckchen. 1, 2, 3. Jetzt schon wieder ist es leer. Hui. Bom, bom. So, Kaskadehopfen 60 Gramm. 60 Gramm. Das ist ganz schön viel, ne? So, 10. So, damit ist das Ding da auch schon wieder leer. Plumps. Und zack. 60 Gramm davon. Hui. So, dann lassen wir das mal köcheln. Und dann brauche ich auch Hefe, 30 Gramm. So viel habe ich gar nicht. Tablet. Vorräte. 1, 2, 3, 4. Und hier, Hefe, Ale. Und davon auch noch 2. So, Order. New World Order. Eine Lieferung liegt im Schrank. So. Blum, 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 blum. Inventory. Plumps. Ah, jetzt habe ich das andere Zeug vergessen. Plumps. Plumps. Zum Glück ist das, Bestellen kostenlos. Flupp. Flupp. Kaskadehopfen wart die ganze Zeit. Nee, Tee brauche ich. Amarillo-Hopfen, Kaskadehopfen. 1, 2.
New World Order. Blum. Gibt es halt jetzt im Moment nur ein Bier. Dann ist das halt eben so. So. Die Jungs wollen irgendwie auf Trab gebracht werden. Zack. Zack. So, Tablet. Was haben sie dann so von sich gegeben? Ja, hab Bier bekommen, Bier war nicht gut. Ja, gut, dann war das halt eben so. Arthur. Na. So, aber wir wollen hier mal die E-Mail. Die Erweiterung. Akzeptieren. Also ich brauche nochmal 9 Liter Bier mit irgendeinem Zusatz, den ich jetzt nicht kenne. Den. Oh, oh. Oh, oh, oh. Huh. Mal ganz vergessen, ich hatte ja hier noch ein Bier am Brauen. Ne? So, lass ihn mal hier so stehen. So, das ist jetzt unser Bier für den Verkauf. So. Dankeschön. Und dann schütten wir 1, 2, 3 davon rein. Machen Deckel zu. Und stellen das mal hier hin. So, dann kann das hier mal fröhlich vor sich hingehen. Tja, mit Lemon wollten sie es nicht haben. Na dann warte ich einfach mal auf eure Kommentare. Und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja, aber sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich dann hoffentlich weiß, was für einen Zusatz die Jungs vom Bautrupp haben wollen. Bis dahin, ciao.